Hallo miteinander zum ersten Vlog für Gay Radio Zug. Ich habe euch versprochen, dass ich euch mitnehme auf meine Reise zur ersten Sendung und dann jeder Sendung. Und jetzt ist es soweit. Heute ist Sonntag, der 9. Januar 2011. Und heute bin ich zu Gast beim Daniel Frey in der Gay Radio Sendung. Aufnahme davon mache ich jetzt dann gerade. Ich bin jetzt noch daheim und wollte euch jetzt noch etwas zeigen. Nämlich, schaut mal da. Da, wo jetzt meine Maus ist, steht Gay Radio. Und auf welcher Seite ist das? Radio Industrie. Ha! So, jetzt geht's los. Es ist jetzt etwas später. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Radio. Und ja, mal schauen, wie es wird. Alles dokumentieren. Alles dokumentieren. Geht's gut? Die Legstreit. Ich bin jetzt hier im Vorproduktionsstudio von Radio Rabe. Und jetzt kommt dann gerade der zweite Gast, Christoph Jatzer. Mal schauen, wie er reagiert. Hallo. Grüezi. Ich mache ein bisschen Aufnahmen. Ist das okay für euch? Das ist sehr gut. So, in der Sendung dann auch. Ist das okay? Wenig ist. Kein Facebook. Ja. Kein Internet. Ja. Einfach, du kannst es für dich daheim selber schauen. Gut. Das machen wir. Bildschirm auf dem grossen Bildschirm von mir aus. Yeah. Er hat zwar gar keinen. Mach einen Beamer. Hast du einen Beamer? Das passiert, wenn man unvorbereitet in eine Radiosendung kommt. Genau. Man muss das Ganze noch ausdrucken. Ich nehme da den Druck an Aufenthalt. Ja, das ist so. Der noch Aufenthalt. Kein Interview. Für alle Homosexuellen. Nächstes Jahr. Im Studio von Radio Rabe dürfen wir rauchen. Mal schauen, das dürfen wir im Zug nicht. Tja, was gibt es noch zu sehen? Das ist nicht das Studio, das ist in der Form. Aufenthalt. Aufenthalt heisst das. Wir waren im Vorstudio. Das habe ich auch vorher schon ein bisschen. Zum Glück geben nur meine Stimme und muss mir nicht. Oh. Also, hä? Ich habe jetzt schon noch geschrieben. Und wir sind gern homosexuell. Geht's los? Es geht los, gehen wir mal los. Schon aufgeregt. Wie? Schon aufgeregt. Nein. Gut. Es halten sich im Rahmen. Gut, sicher schon. Super. Ist das Beste? Das ist wirklich gut. Hast du es gern? Ja. Sehr gut. Jetzt geht's los. Wo willst du? Links oder rechts? Du hast vorher als erstes Radioindustrie gesagt. Ja. Ja.
sehr cool, spannend. Ja. Ja, sehr cool. Sehr du immer das, was am weitesten weg ist. Ja. Und zeigen dir natürlich am Schloss. Ja, sicher. Der Zug ist ganz, ganz weit weg. Ja. Zürich ist ein bisschen näher, nur gerade eine Stunde. Und Bern ist ja gerade da. Das ist relativ nah. Sehr nah. Warum hast du jetzt so gemacht? Hä? Da, bei dem Tisch. Wir haben noch 2,5 Minuten. 2,5 Minuten. Und dann würden wir dann anfangen reden. Zusammen. Ja. Offen, frei. Du hörst Gay Radio auf Radio Arabien in Bern, Radio Lora in Zürich und ab dem 15. Januar auf Radio Industrie in Zug. Ich darf herzlich im Studio begrüßen, Christoph Jans. Industrie in Zug gestartet. Wir haben Anfangsjahr, machen wir doch jetzt zusammen einen kurzen Rückblick auf das letzte lesbische Jahr und auf das Jahr 2011. Christoph Janser, Präsi von der HA, tönt homosexuelle Arbeitsgruppe in Bern nicht, wenn der Verein so vor rund 40 Jahren gegründet wäre. Also was heisst vor 40 Jahren gegründet, weil wir sind vor 40 Jahren ja, gegründet worden. Wir dürfen nächstes Jahr ein stolzes Jubiläum feiern, eben 40 Jahre. Es klingt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber der Name Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern sagt das, wo wir sind. Wir sind verschiedene Arbeitsgruppen, die sich hier zusammenfinden, die das schwul-lesbische Leben gestalten hier im Raum Bern. Homosexuelle Arbeitsgruppe ist halt auch von anderen aus anderen Regionen, von anderen Arbeitsgruppen, die das übernommen haben. Die HAB ist eine der ersten Gruppen, die sich gebildet hat. Es klingt vielleicht sicher ein bisschen antiquiert, aber wir sind, wie soll ich sagen, 40 Jahre hat es die HAB gebraucht und wir brauchen sie immer noch, sonst wären wir kein Verein mehr. Sonst hätten wir uns sicher aufgelöst und wir hätten uns ja, anders, in einer anderen Organisation zusammengefunden oder uns hat es gar nicht gebraucht. Ja. Und ich will, dass sie von der Gesellschaft akzeptiert werden. Eine Minute! Schnau. Du weißt ja, wie ich übernehme. Sie ist jetzt Kakao. Oh ja. Oh, she Kakao. Yeah. Oh, she Kakao. Zum Glück ist das Mikrofon nicht offen. Nein, jetzt ist gerade der Gast gekommen, wahrscheinlich, weil das rote Licht, da hat jetzt zwei Licht, grün und rot. Ah, hallo. Hallo, ciao. Und das rote hat jetzt geleuchtet. Das rote hat geleuchtet. Es gibt keinen Unterschied in der Sexualität. Sie wird von den Menschen gemacht. Ja, du bist so Multitasking mit den Medien. Du nimmst jetzt gleichzeitig noch mit deinem Videogerät auf. Genau, für meinen Videoblog. Das gibt es auch noch? Ja, jetzt für die Sendung, also für Gay Radio, ja. Erzähl mal, du startest jetzt eben nächsten Samstag bei Radio Industrie, genau. Bei Gay Radio. Nachwuchs quasi jetzt ja, ja. In unserer Gay Radio Familie. Wie tönt Gay Radio im Zug? Also ähnlich wie in Bern und in Zürich. Ein Mann moderiert. Ich hätte gerne eine Frau, also eine Co-Moderatorin oder jemanden, der ab und zu eine Frau moderiert. Aber das ist jetzt nicht so. Also dann wie da. Und weil Radio Industrie ein Jugendsender ist, ohne jetzt dir auf die Füße zu treten, tut es vielleicht noch ein bisschen jünger. Also so Musik, wie wir jetzt vorher gehört haben, hören wir dann nicht. Ja. Vor allem, also es tönt nicht so schwul, aber sehr nach Zug. Was heisst das? Tönt nach Zug? Ländlermusik? Genau, also auf alle Fälle. Scheint mir auf dem Land, oder? Nein, wenn du... Hast du das gesehen? Ja, ja. Nein, also ich habe das Gefühl, oder ich glaube zu wissen, dass in Zug ist so ein, also ist die Jugendkultur sehr aktiv und
tut viele Projekte realisieren und ist auch im kreativen Bereich noch gesehen und hörbar in der Schweiz. Also tönt es dann eher so wie viel Umfragen, viel Reden, viel Musikauszug. Ja. Nächsten Samstag startest du und 3 Uhr am Nachmittag bei Radio Industrie. Was ist der Inhalt? Was hast du geplant für den nächsten Samstag? Also ich werde zuerst mal meine Zuhörer sehr lieb begrüßen. Dann wird es die Infos geben und eine Info, was ist eigentlich Gear Radio, ganz kurz. Und dann kommt dann schon gleich mal meine erste Gästin. Ich werde dann auch jeweils eine Stunde einen Gast oder eine Gästin haben. Und das wird dann Alex sein, Auszug und Sängerin. Radioindustrie, erzähl doch etwas über das Radio. Ja, das ist 2007 zum 25. Jubiläum vom Jugendkulturzentrum Industrie 45 gegründet worden. Oder ja, aufgebaut worden. Ist jeweils einmal im Jahr auf dem UKW empfangbar und sonst einfach im Internet und Podcasts. Orientiert sich eben sehr an die Jugend, viele Jugendsendungen und jeweils auch viel Musikauszug, weil es ein Kulturzentrum ist, jeweils am Samstag kann man ganze Konzerte hören, wenn man nicht live dabei kann sein. Jetzt sag mal etwas über Zug. Zug. Schwuler Zug oder Zug allgemein? Generell. Wie muss man sich Zug vorstellen? Also alles reiche Säcke natürlich, Nahzüge. Nein, nicht wirklich. Also ja, ich würde natürlich jetzt nicht schlechter über Zug reden, aber also ich finde es auch schön, weil es ist nahe bei Zürich, nahe in Luzern, ganz weit weg von Bern. Nein. unser Zugersee. Ja, es ist schön dort zu leben, wenn man das Geld hat, habe ich das Gefühl. Radioindustrie, ist das vor allem im Zug jetzt zu hören? Ist das Radio für Zug? Genau, für also das ist empfangbar im Zug vor allem, über das Kabel und darum ja, im Zug empfangbar. Da das auch das Internetradio ist, ist es in der ganzen Schweiz erreichbar. Aber eben die Themen, wie schon gesagt, sind sehr zugbezogen. Samstag auf gayradio.ch klicken, ist garantiert, man hat den Link geschaltet oder man kann Radioindustrie anklicken und auch so zu der anderthalb Stunden Gay Radio. Hoffentlich. Wer ist der Fabio Huwiler eigentlich? Ja, der Fabio Huwiler, das habe ich jetzt schon das zweite Mal, muss ich das schon erzählen. Nein, das habe ich letztes Jahr schon. Entspannt. Was anderes ist das letzte Mal? Nicht viel mehr. Immer noch der Fabio Huwiler versucht sich zu engagieren in der Szene, macht es nicht so viel und jetzt mit Gay Radio aber dafür. Ich mache ein bisschen Kindererzieher als Beruf, wohne in Bern mit meinem Freund. Ja, interessiert. Was hast du das Gefühl, was hat Gay Radio so für eine Aufgabe? Also was machen wir hier überhaupt, du, der Bernd in Zürich? Ja, und du natürlich. Weil wir auf einem öffentlichen Sender sind, wo hoffentlich auch Heteros zulassen, sind wir zum einen glaube auch ein bisschen ein Beispiel oder einfach die Heteros können mal ein bisschen hören, wie die Schwulen eigentlich tönen. Sie tönen nämlich gar nicht viel anders. Wir sind das Informationsorgan für die Szene, also Schwule und Lesben, die zuhören, können sich informieren. Wir sind auch die Medien natürlich, wo gewisse Meinungen kann vertreten und rausbringen. Also wir sind, glaube ich, schon noch wichtig. Und wehe diesen eingebildeten Affen. Christoph Janser, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Christoph Janser, der Präsident der homosexuellen Arbeitsgruppe Bern. Und danke Fabio Huwiler und dir, Juni, bei Däumen drücken. Danke vielmals. Und ich habe es Peter schon gesagt, wir hören uns mal auf Radio Industrie, oder? Und dann muss man mal auf die Zoo kommen. Ja. Oder wird man da zugeschaltet? Das schauen wir nicht noch. Aber ist okay. Wie lange hat man gerade von Bern auf die Zoo? 1,5 Stunden. Das geht ja. Ja, sicher. Danke vielmals, Fabio. Danke dir.
Ich habe einen homosexuellen Sohn. Und das Drama, das sie heute Abend gespielt haben, das hat sich auch in meiner Familie abgespielt. Es tut mir sehr leid. Wenn ich heute noch daran denke, ich komme zum Zittern. Gay Radio. Radio vom anderen Zugseeufer. Mit dem Fabio Huwiler. Natürlich auf radioindustrie.ch und gayradio.ch.